Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic 2 D&DR Let's Plays hier auf meinem Kanal. Wir haben einiges vor, würde ich behaupten. Und zwar habt ihr vollkommen recht, wir haben ja von Snuff, das hier ne, braucht Schnaps für seine Sauce. Und wir haben ja besagten Schnaps gebraut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns, was Fortuno betrifft, nochmal ein bisschen um. Wir... Du hast einen guten Kommentar dazu. Zwecks, sag mir, dass du Philosophie studiert hast, ohne mir zu sagen, dass du Philosophie studiert hast. Weil ich gerne mal Sachen zerdenke und dann bei so leichten, vermeintlich leichten Sachen nicht durchsteige. Da die roten Steine, die wir bekommen haben, werden vermutlich besagte rote Steine sein, die wir brauchen. Na, vielleicht sollten wir da doch nochmal mit Taurus sprechen. Die Banditen haben eine Goldmine. Das ist also der Grund, warum sie hier sind. Na, das sollten wir Greg noch mitteilen in dem Fall. Was jetzt letzten Endes bedeutet, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Canyon, oder? Dann zu Greg und dann in den Sumpf. Und im Sumpf generell will ich mich noch viel mehr umgucken. Na, das steht natürlich außer Frage. Das muss auch noch geschehen. Da bin ich aber guter Dinge, was das betrifft. Na? Im Sumpf habe ich mich noch nicht sonderlich viel umgeguckt. Ich mache sowas immer ganz gerne, wenn ich erstmal, ich sag mal, den Sumpf von allem, was da so lebt, befreit habe. Na, das ist ganz wichtig an der Stelle. Außerdem fällt mir gerade auf, wartet mal, bevor ich das jetzt hier schon wieder vergesse. Guck mal, das ist mir ein wichtiger Tipp gewesen. Und zwar meine Cam in Bezug auf das Mana-Management. Weil Mana ja schon wichtig, sag ich mal. Ich schwebe dann da halt so rum. Das ist irgendwie ein bisschen ass, oder? Vielleicht muss ich auf die andere Seite. Wisst ihr, wie ich meine? Weil meine Lebensleiste ist ja permanent da, oder? Transformieren. Horizontal spiegeln. So irgendwo. Jetzt muss man gleich mal gucken. Ja, da sitze ich noch nicht so ganz auf der Lebensleiste, ne? Nicht mal ansatzweise. Oh Mann, warum geht die denn weg, wenn ich hier escape? Ich, ne? Kann ich so raustappen? Ja, stark. Guck mal, kann ich mich da so draufsetzen? Hier irgendwie, ne? Naja, bin ich halt auch circa einen Meter zu groß dafür. Ich könnte mich viel kleiner machen. Na, das irgendwie, ich sag euch mal, wie es ist. Ich bin da nicht ganz zufrieden mit. Aber wie könnte ich das mit der Mana-Leiste für euch cooler einblenden? Weil das stimmt schon, ne? Mana-Management wäre natürlich cool, wenn man das so ein bisschen mitbekommt. Aber ich glaube, da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Vielleicht schneide ich die Mana-Leiste da raus, dann müsste ich aber in zwei Spuren aufnehmen. Wäre auch problematisch, bin ich ehrlich mit euch. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass ich mir die Mana-Leiste woanders einblenden lasse. Ansonsten, ihr liebt ja alle, wie viel ich meinen Stab immer noch nutze. Allzu viel Mana geht hier eh noch nicht, ne? Aber an und für sich wäre das cool, wenn ich mir da noch was einfallen lasse. Das scheint vollkommen klar zu sein, oder? Das wäre schon eine tolle Sache, wenn man so ein bisschen mehr mitbekommen würde, was da letzten Endes abgeht. Also, dann gehen wir mal zum Greg und schauen mal, was der so erzählt, zwecks dieser Goldmine. Das scheint ja so, als würde der das auf jeden Fall schon mal wissen wollen, was da abgeht, ne? Wir reden jetzt einfach mal mit ihm. Und dann porten wir uns direkt hoch ins Banditenlager oder rüber ist hier wahrscheinlich der bessere Terminus, ne? Und gucken mal, was da abgeht. Genau. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es! Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Alter, dieser Banger hier. Was haben wir da für einen Ring erhalten? Gucken wir mal in unserem bodenlosen Equipment nach. Vielleicht kann ich ihn ja zuordnen. Nee. Mana-Bonus 5, da haben wir aber mehr, ne? Ring der Priester, ja. Ring der Heiler, Lebensenergie-Bonus 20. Ring der Heiler haben wir zweimal, ist ja crazy. Gravierter Ring. Die Überseehändler-Gilde, ja, genau. Ja, ist immer super schwierig zu wissen, welcher das ist. Vor allem, wenn wir halt einen Ring erhalten. Haben wir einfach nur einen Ring erhalten? Ich fände es immer ganz cool, wenn in dem Alert, den man bekommt, so von wegen, ja, Ring erhalten, wenn da drin stehen würde, wie der Ring heißt. Na, weil, ist das jetzt einfach ein silberner Ring gewesen? Naja, ist wie es ist. Ihr könnt mir das wahrscheinlich immer besser beantworten als ich mir selbst, ne? Weil ich da einfach nicht mehr durchsteige. Ist einfach zu viel in dem Inventory drin. Naja, ist wie es ist. Leute, ich habe gute News für euch. Und zwar habe ich in den letzten Tagen, ich denke mal, einige von euch haben es ja mitbekommen, Kenshi durchgezockt. Na, zumindest das Let's Play beendet. Das heißt, jetzt wird sich wieder auf zwei Let's Plays
konzentriert, fokussiert. Entsprechend denke ich mal, wenn ich mir die Zeit nehmen will in nächster Zeit, und ich denke, das könnte ich vielleicht mache ich das nachher noch schnell, die ganzen Ghost of Tsushima und Gothic D&DR-Folgen ein bisschen regelmäßiger rausbringen. Also dann doch eher 4 Episoden pro Woche, weil jetzt habe ich natürlich wieder auch mehr Zeit, ist ja klar. Na? Und dann hoffe ich, dass ich mit Ghost of Tsushima noch durchkomme, bevor im Herbst dann Kingdom Come Deliverance 2 rauskommt. Und dann wird erstmal Kingdom Come Deliverance und Gothic 2 weiterlaufen. Na, also Kingdom Come Deliverance 2 und Gothic 2. Passt dann ja eigentlich ganz gut so. Na, und dann machen wir dann danach natürlich direkt mit Gothic 3 weiter. Und dann werden die ersten Mods gespielt. Da sehe ich uns auch schon richtig hart. So, dann gehen wir mal ab in Sumpf hier, ne? Ah, oh, das war der da drüben, gell? Hier. Ja. Okay. Hier in der Nähe vom Teleporter soll ich mich wohl erst recht mal noch umsehen. Machen wir auch noch. Keine Sorge, kommt alles noch, ne? Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir da ein bisschen weiter grinden. Na, wir haben einiges zu reden. Ich habe jetzt, glaube ich, 4, 5, 6, 7, 8 Mal, keine Ahnung, na, zähl dann da nicht genau mit, aber auf jeden Fall häufig den Kommentar bekommen, dass ich diesen einen Dude am Lagerfeuer doch bitte 6 Mal fragen soll, wie man hier zu Geld kommt. Können wir gerne mal machen, ne? Ist wieder so eine ganz klassische Sache. Nie im Leben würde ich selbst auf sowas kommen, deswegen kommt. Machen wir das mal, scheint eine witzige Sache zu sein. Ja, oh, wie ich hier jedes Mal in die falsche Richtung laufe, ne? Das ist echt verrückt. So gut kenne ich mich dann hier im Sumpf wohl offensichtlich noch nicht aus. Das Sancho. Der hat das Yohota Sancho drauf, ich sag's euch. Das ist eine geheime Technik von Brook, dem Musikanten aus der Strohhutbande von One Piece, ne? Ja, genau. Und bei der Fortuno-Geschichte, muss ich euch ehrlich sagen, bin ich ein bisschen lost. Aber neben ihm ist eine Truhe. Vielleicht sollten wir da mal einen Blick reinwerfen, ne? Vielleicht ist das ja das Ding. So, schau doch mal in die Truhe neben ihm, vielleicht hat er da ja einen grünen Novizen drin und der kriegt's gerade nur nicht geballert, weil er ja offensichtlich irgendwie verwirrt ist. Hier, schau mal. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Torus bekommst, dann kannst du in die Mine. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Torus bekommst. Also jetzt mal ehrlich, wer soll denn auf sowas kommen? Wie komme ich schnell an viel Gold? Das sind ja nicht mal unterschiedliche Dialoge. Kannst du mich verarschen? Verpiss dich! Okay, ich verstehe, ne? Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu. Okay, wild. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Gibt's da noch mehr solche Sachen, wo man das... Wie komme ich schnell an viel Gold? Schluss mit lustig. Ah, Alter, ihr seid solche Ratten, wie ihr mich immer in so eine Scheiße reinlotst, ne? Ja, P, mach mal das. Ah, hier, guck mal. Jetzt schlägt mich so ein Bandit zusammen, ich glaub's ja nicht, ne? Danke für das Gold, du Held. Du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, er macht es. Der hat mich ja auch knallhart getötet, ne? Weil im Banditenlager immer alle sterben. Ja. Nee, danke, Leute. Fetter Tipp eigentlich. Wir sehen uns gleich. Meine Meinung kennt ihr. Gerade so ein Dude dahin gesagt, der arme Kerl kann einem leid tun. Ja, echt so, gell? Wegen meiner herzhaften Community musste ich jetzt hier den ganzen Quatsch nochmal spielen. Naja, wie dem auch sei. Schlag ich den so zusammen, ne? Ich meine, auch wieder so ein Klassiker von wegen, ja, P, mit was hast du denn gerechnet, ne? Also, was wird wohl passieren? Viel ist da ja nicht möglich, abgesehen von, der haut dir halt aufs Maul, ne? Ja, ups, genau. Guck mal, dann nochmal. Gut, sehr. Ja. Gut, sehr. So, sollen wir ihn direkt locken? Hätten wir eigentlich gleich machen können, ne? Wie komme ich schnell an... So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ach so, stimmt. Wie ziehe ich denn hier gerade nochmal meine Waffe? So, genau. Na, klasse. Der ist ja auch noch gut. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre der jetzt wenigstens ein richtiger Lappen. Der kann ja was. Ist problematisch für mich. Okay, Freundchen. Oh Mann, Leute. Warum tut ihr mir sowas an? Ach, das sind immer Crits von dem.
Der haut nur Krits raus hier. Jetzt verstehe ich die Sache. Ja, müssen wir mit einer Eislanze rein, ist ja klar, ne? Okay, dann machen wir das halt so. Ja, es ist gerade nicht zuträglich für meine Entwicklung in Gothic, dass ich mit zwei verschiedenen Steuerungen spiele. Aber man kann sich das einfach nicht so einstellen wie im Einser. Das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Also zumindest, ich krieg's nicht hin. Aber wird schon noch, ne? Hier, Freundchen, guck mal, jetzt kriegst du auf die Fresse. Ich hole eine Eislanze raus, die sich gewaschen hat. Da wirst du noch, ne? Mit dir hören und sehen vergehen. Wie komme ich schnell an viel Gold? So, jetzt ist Schluss mit lustig. Weg mit dir, ne? So, okay. Alles klar. Ja, na, für einen Wacholder, einen Käse, einen Dietrich, einen Goldbrocken und einen Stängel Sumpfkraut hat sich die Geschichte ja richtig gelohnt. Naja, wie dem auch sei. Ja, es ist witzig, ist witzig. Ich verstehe schon, warum ich das machen sollte. Keine Sorge. Ich war nur sauer auf mich selbst, dass ich da so massiv reingeschissen habe. So, Snuff, mit dir wollte ich reden. Ich habe Lou's Hammer gebraut. Da bist du doch bestimmt froh drüber, oder? Ich habe den Schnaps gebrannt. Ausgezeichnet, dann mache ich das mal fertig. Ja, safe, hier, oder? Du kannst direkt eine Portion probieren. Das macht einen starken Arm. Verstehe. Ach, und wenn ich dir nochmal helfen kann, alle Informationen sind ab jetzt für dich umsonst. Ich glaube, du meinst kostenlos, aber vielen Dank, ne? okay, danke, Snuff. Na, hätte man das mal früher gemacht, bevor man irgendwelche Infos... Wär eigentlich cool gewesen, aber kann man natürlich dann auch nie wissen. Ist, wie es ist. So, Hero, dann ruh dich erstmal aus. Der hat im Übrigen nur Glück, dass wir hier unsere Rattenrüstung anhaben, na, und im Nahkampf nichts können. Aber wir werden noch ein richtig brokener OP-Magier. Da bin ich absolut guter Dinge. Das... Ach, okay, kein Damage. Habe ich genauso kalkuliert gehabt, ne? Okay, cool. Guck mal. Dann würde ich sagen, Fortuno, guck mal, neben dir, darf ich da an deine Truhe ran? Weil ich meine, ansonsten ist hier halt nichts, oder? Liegt hier irgendwo ein Stängel rum? Nee, oder? Sagt er mir noch irgendwas? Der ist einfach nur verwirrt, gell? Grün. Ja, genau. Ich komme später wieder, genau. So, guck mal hier, wenn das extra deine Truhe ist, schauen wir uns die doch mal an. Der grüne Novize. Lag in der Truhe von Fortuno. Ist das das Rezept dafür, oder? Ja, nehmen wir da erstmal alles mit, ist ja klar. Okay, dann gucken wir uns das doch mal an. Das müssen wir safe auch irgendwie herstellen, ne? Dann kommt der Junge vielleicht wieder klar. Verstehe. Der grüne Novize. Die Stängel lassen sich zwar prima drehen, aber was wir im Sumpflager hatten, war von anderem Kaliber. Wenn ich die Essenz aus zwei Sumpfkrautpflanzen verwende und dazu ein Feldknöterich, dann habe ich einen Stängel mit der Wirkung des grünen Novizen. Der grüne Novize hilft gegen Schmerzen jeder Art und macht einen klaren Kopf. Klar, ne? Ganz klare Sache, wie man es halt kennt. Und dann war anscheinend noch irgendwas mit dem Bandit am Kochtopf, mit dem habe ich ja aber schon geredet. Und da ist immer so die Sache, ja, wenn ich halt 20 Mal mit dem reden soll, dann weiß ich zwar eure Tipps in dem Sinne zu schätzen, dass ich das machen sollte, aber von alleine würde ich da halt nie im Leben drauf kommen. Nee, guck mal, wir wollen hier was zwirbeln. Spezielle Tränke brauen, nee, Quatsch, Tabak mischen und Stängel drehen, klare Sache. Grüne Novizen herstellen. Grüner Novize gedreht. Na klasse. Da wird sich der Fortuno doch freuen, oder? Da bin ich jetzt guter Dinge. Vielleicht kommt er dann wieder klar. Wer weiß, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Okay, Freund Nase. Wie sieht's hier aus? Ich muss auch sagen, ich finde die Steuerung in Gothic 1, die ich gerade aktuell im Stream auch immer verwende, chilliger. Na, da sind wir mit Steuerung und den Richtungstasten am Start. Vielleicht sollte ich mir das einfach auch wieder so einrichten hier. Ich glaube, ich nehme mir da mal nochmal Zeit in nächster Grün. Zeit und mache das genau Grün, so, wie es bei Gothic 1 ist, weil das ist einfach cooler. Na, finde ich einfach besser als das, was ich hier jetzt gerade habe. Hier, nimm diesen grünen Novizen. Den lötet er sich geschwind rein, ja, ja. Verstehe. Mein Kopf. Wer? Ich bin Fortuno. Ja? Was ist los? Das ist wohl zu viel von deiner eigenen täglichen Dosis, ne? So, jetzt erzähl mir mal, was mit dir los ist. Einst gehörte ich zur Bruderschaft des Schläfers. Da war noch alles in Ordnung. Ja, ich entsinne Gut, mich. Wir waren alle verurteilte Verbrecher. Aber für uns Novizen war das Leben recht unbeschwert. Hey, ich war selbst im Minental gefangen. Erzähl mir was Neues. Ich erinnere mich an nichts. Dunkelheit liegt über meinem Verstand. Komm schon, konzentriere dich. Was ist passiert? Wann bist du wieder zu dir gekommen?
Raven. Ich erinnere mich nur an Raven und dann an dunkle Räume. Was ist mit Raven? Was hat er mit dir gemacht? Tut mir leid. Mir ist, als ob mein Verstand gefangen wäre. Ich verstehe es selbst nicht. Der braucht, glaub, noch mehr Weed, ne? Es muss eine Möglichkeit geben, deine Erinnerung wieder aufzufrischen. Ja, ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Die Gurus verstanden sich auf verschiedene Arten der Geist- und Willensveränderung. Weißt du noch was darüber? Nein, ich befürchte, dieses Wissen ist mit den Gurus verschwunden. Verdammt. Nun, wenn es einen Weg gibt, deinen Geist zu befreien, werde ich ihn finden. Okay. Ja, vielleicht so ein Doppelhammer vom Lou, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir müssen also nochmal was finden für Fortuno. Ups, hier. Fortuno ist wieder bei Sinn, aber er kann sich an nichts erinnern. Also, ich sag's mal so. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt will. Aber naja, wir werden schon noch eine Möglichkeit finden, mal mit dem Klarschiff zu machen. Vielleicht komme ich irgendwann noch drauf. Muss mich nur noch ein bisschen weiter umgucken. So, dann reden wir mit ihm nochmal. Scheint ja anscheinend auch wichtig zu sein. Habe ich doch gemacht, ja. Oder sagt er jetzt was Spezielles noch? Ich will stärker. Nee. Sagt genau das, was er letztes Mal auch gesagt hat. Okay, vielleicht war aber auch ein anderer gemeint in dem Kommentar. Das kann natürlich sein. Naja, wie dem auch sei. Wir könnten uns mal angucken, was wir da vorher für ein Hammer-Rezept bekommen haben. Beziehungsweise für eine Hammer-Soße, ne? Müsste jetzt ja hier irgendwo sein. Und Perma-Stärke-Bonus nehmen wir ja natürlich mit. Feuergeschnetzeltes Stärke-Bonus 1. Ja, rein da. Stärke und Lebensenergie gesteigert. Ja, nehme ich doch dankend an, oder? Dann gucken wir mal bei Torus vorbei. Mal schauen, was der jetzt so erzählt. Glaubst du? Also, ich sag euch ja, wie es ist, ne? Ich verstehe immer mega eure Argumentationsketten so. Hey, P, ist doch klar, du hast den rumgehauen, der die roten Steine vergibt und jetzt ist ja logisch, dass du mit Torus redest. Aber stellt euch mal vor, ihr kommt irgendwo neu an, bringt da reihenweise Leute um und geht dann zum Oberhaupt, als ob der dann sagt, ah ja, alles chillig, ab jetzt machst du das. In keiner Welt würde das so laufen, ne? Du würdest verknackt, verschandelt und umgebracht werden, oder? Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ich dachte auch, ich wäre tot, bevor ich hier in deine Butze reinkomme, ne? Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Bisschen. Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Okay. Eine Steintafel für dich, eine rote Steintafel für dich. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. 3 Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? In welcher Welt außer Gothic würde das so laufen? Du bringst einfach Leute um und dann läuft, ne? Ich gehe jetzt los, was weiß ich, verübe ein Attentat auf gewisse Politiker oder so und dann nehme ich einfach den ihren Job an. Dann gehe ich danach zu einem Politiker, der was anderes zu sagen hat und sage, hey, ich habe den umgebracht. Dann sagt er, ja, okay, alles klar, dann machst du jetzt einen Job. So läuft's, oder? Kennen wir ja. Also, ich weiß, der Vergleich hinkt hier und da, aber ganz so selbstverständlich, wie das euch immer vorkommt, ist das nicht, finde ich, ne? So, hä? Das ist jetzt einfach okay. Wie ihr das auch so abwimmelt. Okay. Ja, du. Jetzt ist der halt tot. Was soll schon sein? Ja, eben, erzähl mal. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht.
Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Verstehe. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Die Nacht des Raven. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Gehört es zu den Regeln, dass wenn man hier Leute umbringt, dass man einfach denen ihren Job übernimmt? Na dann, wenn das regelkonform ist, nehmen wir das so mit, ne? Hey, solange Torus sein Okay nicht gegeben hat, kommst du nicht durch. Okay. Naja. Okay. Ich raff's nicht ganz. Drei Steine, drei Buddler. Da ich nun Estebans Aufgaben übernommen habe, soll ich drei Buddler in die Mine schicken. Okay, das ist jetzt unsere Mission. Naja, du bist hier so ein Buddler, oder? Wer erzählt denn so? Hey, Banditenbuddler. Wie komme ich schnell an viel Gold? Oh Mann. Ja, nee, die drei Buddler da unten nehmen wir halt, oder? Bei denen wir auch gelernt haben und so. Hier, Finn, du bist doch ein Buddler, oder? Das war keine große Sache. Ja. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Buddler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Okay. Wir lernen dabei sogar noch Dinge, das ist ja verrückt. Lena, moin. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Der hat richtig Bock. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Klar. Ah. Alter, wie wir uns hier Wissen aneignen, ist ja komplett bodenlos. Der Hero wird richtig geschult. Ja. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Ja, niemand hat da was dagegen. Es ist jetzt einfach so. Wir sind jetzt der Boss, ne? Töte Leute und nimm denen ihre Position ein. Alles klar. Das ist kein Geheimnis. Ja, easy. Dann, Torus, guck mal, ich habe das geregelt. Ich hoffe, du bist jetzt über happy und so. Allzu schwierig war das jetzt ja eigentlich nicht. Die haben ja alle mega Bock. Guck mal, Freundchen. Na? Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Okay. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Okay. Ja, also, na, wild. So, dann können wir hier sockeln. Nice. Sehr nice. Oh, wie geil. Und jetzt können wir... Oh, ja. Das ändert alles. Gucken wir uns hier erstmal um. Wen haben wir denn da? Ein Sklave. Eine alte Münze, die nehme ich mit. Ist ja klar. Ja, was habe ich hier gerade gesehen? Knochen eines Skeletts. Klar. Mal da so ein Bettchen. Ein Skelettchen. In so einem Bambushäuschen. Wen haben wir denn da? Da gerade ist. Hey. Ja, moin. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Okay. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Ist ja witzig. sehr irrer Humor hier. Moin. Okay, du hast auch nichts zu erzählen. Verstehe. So, dann haben wir noch ein paar Slaves, denen es gar nicht gut geht. Aber der hatte immerhin noch ein Wasser, ne? Das ist wieder so eine Truhenfrage. Sind die cool oder sind die nicht cool, wenn ich die plünder? Na, ich will es mir hier erstmal nicht verscherzen. Ich habe das Gefühl, wir sind hier so semi-akzeptiert, oder? Kann man da auf dein Dach? Der Hero, guck mal. Genau, eben. Na, okay, da geht aber auch nichts, wie es aussieht. Verstehe. So, wen haben wir denn da? So ein paar alte Gesichter. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn?
Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Mindcrawler. Alles klar, ja. Danke für die Info, Freundchen. Guck mal, vor allem gibt's hier hinten eine Spruchrolle und einen Geldbeutel, der scheinbar niemandem gehört, ne? Oh, guck mal, da hinten ist noch mehr Loot. Darf ich das alles mitnehmen oder seid ihr dann stinksauer? Sieht so aus, als wäre das voll okay hier, ne? Dann knall ich mir das doch rein, ist ja klar. Ja, Leute, ich bin jetzt echt heiß, hier in der Mine mal zu gucken, was da so abgeht, ne? Eine Mine darf in Gothic natürlich nicht fehlen, das ist ja klar. Scatty, hi. Ja. Wieder auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Schau. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Ah. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Da ist was dran, ne? Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine, aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Verstehe. Also ist er der neue Ian, ne? Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Ja, scheint da was zu suchen, ne? Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen. Beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Und das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Ist eine verrückte Story, ne? Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Für 2 LP? Weiß ich nicht, ne? Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Ja, aber vielleicht dabei, hat Lucia oder? Noch eine Flasche. Ja. Wohl bekomm's. 500 EP. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Nicht nur deiner, ne? So was hast du. Lass uns handeln. Alter Junge, der Inquisitor. Stark. Edles Bastardschwert. Eine Streitaxt. Gibt's schon geilen Scheiß, aber warum hast du denn jetzt zum Beispiel keinen brachialen Stab für mich? Das fände ich cool. So ein paar Mana-Tränke mitnehmen? Das kann bestimmt nicht schaden, oder? Ja, guck, wir nehmen die 8 Mana-Tränke mit. Was hast du denn hier? Eintopf, Alter, cool. Und dann kriegst du von mir so ein paar, rattige Waffen. Was hältst du denn davon? Das ist doch ein fairer Deal, oder? Findest nicht? 55er schwere Äste. Ne, unsere Goblin-Armada, ne? Die macht uns noch reich, ich sag's euch. Die macht uns reich. Ist schon witzig, ne? Also klar, es ist kein lukrativer Unendlich-Money-Haben-Trick, aber man kann so unendlich viel Geld haben. Du kannst neben dem Bett einfach Goblins beschwören, die dann wieder umbringen und machst jedes Mal so 5 Taler, ne? Dann schnell pennen, Mana wieder laden und zack, wieder rein in die Geschichte hier. Okay, ihr beiden. Dann vielen Dank für die Auskünfte. Na, wir gehen jetzt in die Mine. Aber wir speichern natürlich davor noch. Keine Lust, nochmal durch die ganzen Dialoge durchzuforschen. Nur weil ich wieder in irgendeinen Bandit im Nahkampf reinrenne oder so. Wie könnten wir so etwas
Ja, übrigens, na, wie gesagt, ich bin jetzt vorher so ein bisschen abgeschweift dann, aber danke nochmal für den Tipp. Ich finde die Idee wirklich gut, dass wir die Mana-Leiste noch ein bisschen sichtbarer für euch machen. Ich muss mir nur noch überlegen, wie. Ich könnte mir hier irgendwas Grünes draufkleben, wenn ich aufnehme. Dann würde man sie durchsehen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht hole ich mir einen grünen Pulli, dann bin ich nur noch so ein Kopf für euch. Wäre auch lustig. Mal schauen, mal schauen. Kann ich hier eigentlich auch hacken? Einfach mal hacken. Naja. Ein Goldbrocken gehackt. Stark. Ich glaube ja nicht. Goldsplitter fliegen durch die Gegend. Ein Goldbrocken gehackt. Das sind gerade nice. Die Hasen. Ich war ganz allein. Ja, ich hacke jetzt einfach Gold, oder wie? Voll meine cool, Meinung oder? Kennst du ja schon. Stark. Und jetzt habe ich ein paar Goldbrocken am Start. Lena, wie geht's dir? Macht dir jetzt Spaß hier? Und? Man muss eben aufpassen, was alles klar? Erzählt. Immer schön gleichmäßig. So kommst du an die dicken Nuggets. Verstehe. Ja, Lena, dann weiterhin viel Glück, ne? Guck mal erstmal hier lang. Was geht denn hier so ab? Na, wer, du? Der Garrus. Hey, Moin. Du. Warte mal. Gibt's Probleme? Die Crawler? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Ist gar kein Thema, na? Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bladwain hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bladwain reinziehen. Richtig. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Kannst du mir noch was über Bladwain sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay, na danke für den Tipp. Der scheint immer noch so ein angenehmer Zeitgenosse zu sein wie im ersten Teil, ne? Hey, wie geht's dir bitte so? Bitte schlag mich nicht. Da, hatte ich nicht vor. Ich dachte eher, wir, ne? Labern so ein bisschen miteinander. So, da sind Crawlilies, ne? Verstehen wir ja. Das sind so Dinge, die der Hero ohne Probleme versteht. Ja, ich würde sagen, schon allein die Menge schreit nach einer Goblin-Armada. Oh, guck mal, Crawlilie. Hier ein paar Skelettilies, ne? So, hack den mal weg hier, ne? Na also, und weiter geht's, Leute. Rein da. Okay, das sind echt richtig viele, ne? Okay, das sind echt richtig viele hier. Ja, genau. Schlagt sie dumm. Schlagt sie dumm. Ja, ja, so nämlich hier, Leute. Weiter rein da, guck mal. Da sind noch Crawler. Haut die alle weg. Ja, stark, stark. Können wir noch einmal? Ja, also, hier kriegt er nochmal Verstärkung. Ist ja klar, ne? Die regeln das ja hart. Ja, unsere Goblin-Armada, mit der ist eben nicht zu spaßen, ne? Hier, guck mal, da ist noch ein Crawlily. Ja, haut den auch mal noch weg. Ja, die regeln das, ne? Aber ohne Wenn und Aber. Und? Ist noch einer übrig? Nee, ne? Ja, unsere Goblins nämlich. Moin zusammen. Das habt ihr stark geregelt. Ich glaube, ganz so viele von euch hätten wir gar nicht gebraucht. Dann loot mal die Guten mal aus, oder? Die Goblin-Armada. Bodenlos wie eh und je, ne? Eieiei. Ah, stimmt, wir können die ja gar nicht looten. Sehr schade eigentlich, ne? Sehr schade eigentlich. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Trank. Butlerfleisch und so, ne? So, dann nehme ich hier eure Äste mit, ist ja klar. Mit denen machen wir das, ne? Das richtig dicke Geld hier. Alter, yo, ist ja so ein Lush Cave. Superschön. Auch wenn ich glaube, dass der Nebel hier gerade diese ungünstigen Schwaden macht, oder? Das würde wahrscheinlich gerade ohne den Renderer fast besser aussehen.
Naja, wir kommen hier bestimmt mal noch vorbei, wenn kein Regen ist. Na, können wir uns das nochmal genauer reinziehen. Keine Frage, Waldbeere stark. Richtig schön. Gefällt mir gut hier. Meine Spruchrolle, Laufleder und Lederbeutel. Brauche Gold, Schlüssel und Gebrauchsgegenstände. Darf ich nicht? Warum darf ich nicht? Jetzt Feuerwurzel, let's go. Ja, stark. Na? Direkt mal die erste Sache hier richtig bodenlos geregelt. Jetzt kommen wir da gleich zurück und er sagt so, was, du hast alle Crawler auf einmal aus dem Leben geholt? Und dann sagen wir so, weil es nichts für uns ist. Was haben wir denn da? Alter, das sieht nach so einem Wirbelsturm aus. Stark. Mein Crawler-Zange. Dunkelpilz, Butlerfleisch, Trank. Ja, da liegen auch ein paar Minecrawler-Eier hier, ne? Soll ich die irgendwie anzünden oder so? Naja. Haben wir hier noch was Lootbares? Was Lootbärchen-mäßiges? Sieht. Ah, doch, guck mal, eine Feuerwurzel geht da noch. Of course. Und da geht noch ein Dunkelpilz, wenn ich das richtig sehe. Stark. Ja, nice. Dann, na, Freundchen. Das haben wir hier mal richtig geregelt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der uns dafür EP gibt. Das wird sich zeigen, aber auf jeden Fall hat er Respekt, da bin ich mir sicher. So. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Mhm. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Weiß ich jetzt nicht. Du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Okay. Soll ich den jetzt umbringen, oder wie? Weil dann nehme ich ja seine Position ein. Nee, oder? Moin. Warte mal. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ja, genug geredet, lass uns kämpfen, aber ohne Mana... Würde ich den mit Mana nackig machen? Eventuell, ne? Wer weiß das schon? Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Hi. Warte mal. Hä? Du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Moment, ich bin Was gleich machst ready. Du hier? Gib du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Ja, das schlägt uns jetzt auch vollkommen grün und blau, ne? Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Ach, du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Und wer glaubst du hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Ach, du mieser Hund! Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter, seine rechte Hand. Ja, Leute, wir sollten davor Mana potten. Er hat wohl keine Zeit, um wählerisch zu sein. Ach, du mieser Hund! Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! Ja, gegen den habe ich doch so keine Chance. Okay, wie machen wir das jetzt? Muss erstmal ein bisschen abhauen, dann müsste ich Mana potten. Ist der hinter mir? Ah ja, der ist direkt in meinem Nacken. Wir sprechen uns noch! Ja, lässt du ab? Er hätte kurz abgelassen, goddammit. Krieg ich das nochmal hin? Oh scheiße, das Sackgasse. Ja, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, ne? Ist genau in meinem Nacken, ich höre ihn doch. Wir sprechen uns noch! Ja, genau. Lass mich mal in Frieden. Klasse, guck mal. So, jetzt schnell Mana potten. Ja, rein da jetzt, ne? So, hier, guck mal, Freundchen, ne? Jetzt kannst du was erleben. Ja, jetzt kannst du mal was erleben hier, ne? Da hat ja der Bandit mehr getankt als du. Na, ich war wieder 1A vorbereitet. Was? Okay. Sag mal,
Muss man hier eigentlich einfach alle töten? Oh, noch ein schwerer Ast. Stark. Nein. Ja, okay, das lief ja nochmal ganz gut, ne? Die Eislanze... Digga, die Eislanze ist so broken. Das ist echt verrückt. Okay, na? Bloodwind ist tot. Mir geht das hier irgendwie alles ein bisschen schnell. Du hast diesen Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Alles klar. Ja, du, ich habe eigentlich nur, weiß ja, wie ich mein. Mich hat gerade gewundert, dass der keinen Lass mich mal vorbei gedroppt hat. Das wäre doch naheliegend gewesen, oder? Okay. Ja, dann gucken wir uns hier mal weiter um, oder? Emilio, wie geht's dir denn? Hey, du. Wo ist Finn denn gerade rausgeploppt? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Ja, ich habe mich gut um die gekümmert. Ich will ja, dass es meinen Leuten hier drin gut geht, ne? Finn. Hey, du. Na, wie ist es? Wieder bei der Arbeit? Ja, jetzt hole ich auch noch das letzte Stück Gold aus dieser Mine. Stark, Finn. Dann weiterhin viel Glück, ne? Muss immer schauen, dass es den eigenen Leuten gut geht. Das ist ja ganz klar. Moin, der Crimson, Alter. Hey. Stehst du mehr im Feuer als daneben? Was ist denn mit deinem linken Arm im Vergleich zum rechten los? Was ist denn mit seinem rechten Arm los? Was? Hä? Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Die fälschen hier Cash. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mach dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme, das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Irre. Okay, wenn da Belia mitmischt, dann, dann wird das eine wilde Geschichte hier. Ja, wiederhol nochmal. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! 6-mal bitte. Bist du bereit? Ja, klar. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Ja, okay. So, lass uns falschen. Nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Ihn finde ich irgendwie ein bisschen süß, muss ich ehrlich sagen. Ich mag ihn. Vor allem finde ich es witzig, was er für einen linken Arm hat, ne? Das ist so sein Ding hier. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Liebe, ne? War wild. Ich bin gespannt, was hier in der Mine noch abgeht. Und ich finde es gerade irgendwie ein bisschen beklemmend, aber zeitgleich auch unterhaltsam, dass wir jetzt in unserem Inventar Ravens Kopf dabei haben. Ne? Neben 70.000 anderen Gegenständen. Bloodwinds Kopf meine ich natürlich, ne? Wie wild. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch was. Haut rein. Euer P. Ade. Du findest dich ja leicht abnehmen. Rede mit dem Reden. Aber gib jedem nur einen Stecken. Noch kein Einhand. Noch kein Zweihand. Noch kein Kleinkram. Und spiele kein Minecraft. Zieh meine Runde mit Diego durch die alte Hood. Im alten Lager war das damals unser täglich Brot. Vergib uns heute, denn es gibt so viele Beute. Yo. Bin beliebt, treffe ständig neue Freunde. Yo. Neue Folge. Yo. Wieder Gothic. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Abo, Biren, Ulu, Mulu, warum guckst du
Sophie, Juju, Abo, Iren, Ulu, Mulu, warum guckst du, Sophie, Juju? Ist meine Wurst, Bruder. 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 Willst du Schläge? Hör sofort damit auf!